Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 3. Und genau, liebe Freunde, wir waren beim letzten Mal hier und hatten uns hier die Gefriergranaten gemacht. Genau, kann ich mich noch dran erinnern. Sind gerade im gelben Bereich, haben zwei Heilungen dabei. Ich denke mal, ich werde mir jetzt hier noch eine mitnehmen. Und diese Waffe werde ich mir mitnehmen, weil die werden wir brauchen. Oder wartet mal, nee, da habe ich gar keine Munition mehr für. Verdammt. Ja gut. Ach, jetzt mache ich hier gerade schon wieder so totale Unordnung. Ja, ich komme jetzt gerade frisch aus dieser eine Stundenfolge Empire Earth, deswegen habt ein bisschen Nachsicht. Gut, wir haben diese 10 Gefriergranaten. Wir wollten beim letzten Mal, dass es dieses Kronos-Zahnrad einsetzen. Genau, um den Hubschrauber zu rufen. Genau, hier in dieses Ding. Da würde ich sagen, machen wir das doch einfach mal. So, gucken wir mal. Jetzt geht. Ja, jetzt läuft auch die Uhr, Freunde. Sehr schön. Alles klar, haben wir jetzt hier nochmal. Wir sind jetzt hier im gelben Bereich, ich weiß, aber mal gucken, ob jetzt was jetzt passiert. Wir haben den Glockenturm aktiviert und jetzt müsste eigentlich ein Hubschrauber kommen. Auf jeden Fall die Glocken. Auf jeden Fall die Glocken, Leute. Okay, so, und was ist jetzt hier? Kommt jetzt hier nicht. Doch, eine Cutscene, okay. We're saved. Down here. It's finally over. Huh? Ja, Jill. Das war jetzt aber ein bisschen plump von dir. Ja, ist endlich vorbei. Stars. Ja, genau. Gut, Freunde, darf ich jetzt Nemesis begegnen? Was ist das denn jetzt? Carlos. Genau, Carlos, mach. Oh. Hey, Carlos hat Nemesis kaputt gekriegt. Nee, natürlich nicht. Natürlich nicht. Okay, Freunde. So. Nemesis, ich glaube, du bist ein bisschen böse, kann das sein? Okay. Ah, schaut mal, wir sind mit dem Virus infiziert. Okay, das heißt, wir müssen hier aufpassen. Aber krass, ne, dass der Carlos. So, machen wir mal die Gefriergranaten. Okay. Und ich heile mich jetzt mal, weil ich nicht weiß, wie viel Schaden das macht. So, weil wir sehen es ja auch nicht, ne? Komm, mach ihn kaputt. So, er ist schon mal umgenockt. Okay, aber er wird wieder aufstehen. Das ist Nemesis. Der ist so schnell nicht kaputt. Seht ihr das? Komm, schieß weiter drauf da. Gefriergranaten. Und die Gefriergranaten sollen echt super gut sein, habt ihr gesagt. Okay. Okay. Wir sind im gelben Bereich. Nehmen wir mal den Minenwerfer. Aua. Oh, Gottes Willen. Nein. Nein. Nein, Freunde, das war so gut. Na toll. Okay, wir sehen uns gleich wieder da bei der Szene. So, Freunde, da bin ich wieder jetzt vor dem Kampf mit Nemesis. Ach, verdammt, ey.
Ach, dieser Typ regt mich einfach auf irgendwie. Ah nein, nicht keine Granaten hier verschießen. Das ist, ja, was soll ich sagen? Das wäre grobe Verschwendung, wenn wir jetzt hier Eisgranaten verschießen würden. Ah, Mann, was mache ich denn? Der dann kann... Oh, okay. Eieiei, Freunde, der hat uns mit dem Virus infiziert. Aua. Der wird immer brutaler hier, habe ich das Gefühl. Ja. Den müssen wir unbedingt platt machen jetzt. Da. Leg dich doch hin! Okay, er legt sich hin. Oh Gott, wir sind im gelben Bereich. Der legt sich wieder nur hin. Zwei Schuss haben wir noch. Komm her! Komm, schieß! Schieß ihm in den Rücken! Okay. Ah, er will zuhauen. Nimm den Minenwerfer und raus! Okay. Ja, ja, komm. Da ist er! Komm! Wo ziehst du denn hin, Jill? Ich glaube, diese Klaue von ihm, die ist richtig heftig. Oh Gott. Okay. Wir sind wieder im gelben Bereich. Komm her, Nemesis. Oh Gott. Nochmal heilen, oder? Nee, noch nicht. Wow, das war gut. Oh, lass mich los, Junge. Okay. Los, geh schnell ins Menü. Uff, heilen. Die ist leer. Was? Nein. Hier ausrüsten. Das hier Kombi damit. So, los. Lauf weg. Was zur Hölle? Da liegt Carlos. Oh, wir haben ihn. Wir haben ihn. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Freunde. Puh. Okay. Oh, Gott sei Dank. Stars. Ja, du mich auch mit Stars. Oh, Gott sei Dank. Carlos! Carlos, komm. Bist du tot? Nee, oder? Hallo? Was ist jetzt? Oh Gott. Jill. Hey, don't die on me. Ja, was ist mit Jill? Also wir wissen ja, dass sie den Virus jetzt Jill. In sich hat. Jill! October 1st, night. I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still alive. Carlos? It looks like our roles have been reversed from when we originally met, huh? Don't worry, Jill. This chapel is safe. I've been infected by the virus, haven't I? Hey! Take it easy. I'm okay. Don't feel any pain. But that's what bothers me. If I can't feel anything, then what does that mean? Don't give up, Jill. I'll take care of you. Whatever you do, don't let that virus beat you. Ah, guck mal, wir spielen Carlos. Wie geil, mit seinem geilen Gewehr. Jill. If I turn into a zombie, don't hesitate. I want your word that you'll kill me. Jill, jetzt hör auf, sowas zu sagen. Ich muss mich so schnell wie möglich um sie kümmern. Ja, das ist jetzt mal ein geiler Story-Twist, ne? Dass wir jetzt hier mit Carlos spielen. Was hast du denn? Drei Farbbänder, eine Prozentwaffe. M4A1. Oh ja, das kennt man.
NATO-Geschosse. Aber erstmal nicht, Carlos. Erstmal lieber mit der Pistole rumrennen. Hast du irgendwas in der Kiste? Scheiße. Okay. Ja, krass gerade, ne? Wir haben Nemesis zwar umgenockt, aber wir haben wieder nichts bekommen. Mitchell, das ist gerade ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Sie liegt jetzt hier in der kleinen Kapelle. Wir haben hier jede Menge Zombies. Wartet mal, sollen wir die machen? Ne, da kommen wir so durch. Okay, da kommen wir so durch. Wunderbar. Weil ich glaube jetzt tatsächlich zu wissen, wo wir hin müssen. Ah, verdammt. Nein. Nein, lass mich hier raus. Lass mich hier raus, ihr blöden Mistdinger. Ja, wir haben jetzt alle mal gebissen. Haben jetzt alle mal ein Häppchen von Carlos hier. Ich glaube, zu wissen, wo wir hin müssen. Und zwar, wir müssten jetzt nochmal... Genau, schau ich das an, wie verwüstet das jetzt alles hier ist, ne? Die Stufen sind zerbrochen und können nicht benutzt werden. Das heißt, wir müssen tatsächlich da oben zu dem Raum, wo wir das Uhrenrätsel gemacht haben mit der Glocke. Da, genau. Weil die können wir mit Carlos nämlich verschieben. Da war Jill leider zu schwach für. Und, naja. Oh Gott, was sind das denn für Dinger jetzt? Nee, nicht die schon wieder. Da laufe ich aber dran vorbei. Das muss nicht sein. Nee. Ich meine, wenn wir da schnell sind, dann können wir die ja überspringen. Genau, jetzt sind wir ja hier in dem coolen Bereich, ne? Ist ja keine Musik hier, ja. Glocke. Kann man dich jetzt verschieben? Ha! Seht ihr das? Ich glaube, ihr erinnert euch, ne, bei dem einen Raum. Ja. Diese geile Mucke hier. Oh ja. Wie geht's dir, Carlos? Gut. Dann müssen wir jetzt nämlich, genau, hier raus und mal gucken, was uns hier erwartet. So. Es gibt nämlich auch eine andere Taste zum Zielen. Das habe ich nämlich hier jetzt gerade erst mitbekommen. Und zwar die R2-Taste. Die R2-Taste habe ich gelesen. Weil ich bin ja so einer, der liest mal immer wieder zwischendurch was über ein Spiel, wenn er das spielt. Die sind für so Bomben oder sowas, die wir da gesehen haben beim letzten Mal. Okay, das gefällt mir nicht. Jetzt ist die Pistole leer. Nimm das Maschinengewehr und schieß drauf. Bam, 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 bam. Da müssen wir ein bisschen dosieren, tatsächlich, die Munition. Weil ich will mir die Waffe irgendwie aufsparen. So. Beide weg. Da, guckt mal, seht ihr das? Da zielt er nämlich aufs Fass. So zielt er so und so zielt er aufs Fass. Ha. Ja, da hätte ich einfach... Oh, ich Vollidiot. Nein, gut. Gut, wo sind wir denn hier jetzt? Park. Krankenhaus. Oha. Okay, kommen wir hier rein. Da ist nur ein einfaches Schloss. Jill hat einen Dietrich, ne? Carlos. Völlig zerbrochen. Gut, völlig zerbrochen. Treppe. Raccoon Park. Da, das ist das Haupttor des Raccoon Parks. Es ist verschlossen. Okay. Gehen wir mal zurück, Freunde. So. Ich glaube, da müssen wir in dieses Krankenhaus tatsächlich, ne? Es ist zu dunkel, um drin etwas zu sehen. Sie irgendwas an Muni. Völlig zerbrochen. Völlig zerbrochen. So, was haben wir denn hier noch? Völlig zerbrochen. Ja, alles völlig zerbrochen. Ne, Carlos?
Oh, und wir kommen tatsächlich in ein Krankenhaus. Das ist jetzt interessant. Ja, okay, wie viel Muni haben wir? 91%. Gehen wir mal rein da. Ich glaube, es geht jetzt darum, für Jill ein Gegenmittel zu finden. Krankenhaus-Action, Freunde. Ihr Wegweiser für die Krankenversicherung. Okay. Gibt's hier grüne Kräuter? Das sieht so aus irgendwie. Ein Fingerabdruck, ein blutiger. Der stabil aussehende Rollladen ist unten. Sagst du nichts zu dem Typen da? Nein, okay. Gut. Ja, ist okay. Gibt's hier sonst noch irgendwas bei dem hier vielleicht? Was zur... Zombie. Ach, Zombie. Ah, na toll. Wollte... Das, die kennen wir doch. Das sind doch die Hunter aus dem ersten Teil. Boah, Carlos. Boah, sind die schnell. Boah, was machen die denn hier? Die machen mich hier kalt. Ach, du Scheiße. Oh mein Gott. Gut, Freunde, wir sehen uns da gleich wieder bei der Szene. Die Hunter sind wieder da. Wer kennt sie nicht? Bis gleich. So, da bin ich wieder bei der Szene. Ach ja, na toll. Ihr blöden Drecksteile. Ich hasse euch. Oh, jetzt hört doch mal auf. Jo, ist klar. Aber die gehen zum Glück schnell kaputt. Oh Gott, Carlos weicht geil aus hier. Hallo? Wie geht's dir? Ach du Scheiße, Rot. Oh Gott. Ach du Scheiße, zwei Hunter, Freunde, und Carlos krüppelt sich hier ein ab. Oh Mann. Gibt's hier keine Kräuter? Hier sieht es unordentlich aus, okay. Holy shit, Freunde. Boah. Diese scheiß Hunter, ne? Jetzt sind hier Hunter, oh mein Gott. Warum haben sie die denn wieder ausgekramt? Ein Speicherraum. Gott sei Dank. Ich brauche aber eine Heilung. Habt ihr keine Heilung für mich? Farbbänder haben sie hier. Ja, aber wozu brauche ich denn jetzt Farbbänder? Die Garnine ist zugesogen. Ich kann nicht in dem Nebenraum sehen. Na toll. Boah, Carlos, ja, ich weiß, du gehst sehr schwerfällig gerade. Oh Mann, gibt's hier gar nichts? Da ist eine Schublade offen. Viele Schubladen. Ah, das habe ich gesucht. Ein Heilungsspray. Danke. Da sprühst du dich bitte direkt mit ein. Perfekt. Diese dämlichen Hunter, ne? Jetzt haben sie die hier auch im dritten Teil ausgepackt. Ich verstehe es nicht. Nichts Verdächtiges. Eine alte Schreibmaschine, ja. Ist okay. Ich glaube, hier ist auch nichts mehr. Ja, Hunter, ne? Toll. Im Krankenhaus sind Hunter. Ja, super. Ah, wir sind auch schon genau richtig gegangen, aber ich würde gerne nochmal zurück. Da ist ja nämlich noch so ein Raum. Ne, den würde ich mir ganz gerne nochmal angucken. Hier rechts. Hier sieht es ordentlich aus. Haben wir hier... Ah, guckt mal. Gut, dass ich hier nochmal hingegangen bin. Rotes Kraut. Sehr schön, zweimal. Oh, Gott sei Dank. Jetzt brauchen wir nur noch die Grünen dazu und dann geht's uns wieder gut. Habt ihr hier irgendwas für mich hier? Hier sieht es ordentlich aus. Ja, nee. Rollladen ist unten. Okay. Nö, dann.
Aber hey, war cool, dass wir hier wieder hingegangen sind, ne? Die roten Kräuter gefunden. Ja, dann... ja. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal weiter hier. So. Einfach hier vorne in diese Tür rein. Mal gucken, was uns hier erwartet. So. Okay, geht's weiter. Gut. Kurze Pause, Freunde. So, da bin ich wieder. Musste mich kurz um unsere Katze kümmern. jo. Was haben wir denn hier? Karte. Okay. Ein Raum, also. Okay, ein Warteraum oder so. Sein Hals zeigt eine Bisswunde. Okay. Oh, was ist das denn? Oh, das Tagebuch des Chefarztes. 10. September. Die Patienten leiden anfangs an Blutstau und das ganze Gewebe stirbt ab. Dann verschwindet nach und nach ihr Verstand. Zuletzt ist von ihrem eigenen Ich nichts mehr übrig. In diesem Zustand erscheint es sogar die Sterbehilfe absurd. Wow. Immerhin sind sie ja schon tot. Diese Krankheit ähnelt keiner, die ich bisher gesehen habe. Sobald der Patient sich seiner selbst nicht mehr bewusst ist, wird er zu einem fleischgierigen Ungeheuer und benimmt sich wie ein wildes, blutrünstiges Tiger. Tier. 18. September. Wieder wurde ein Patient im Hospital aufgenommen. Er zeigt zurzeit Symptome der Krankheit im ersten Stadium, aber ich konnte nicht schlafen nach all den vergangenen Tagen. Ich will nicht, dass diese Patienten zu Zombies werden. Ich bin kein gewöhnlicher Bürger. Ich bin Arzt. Auch wenn ich sterbe, werden meine Klinikaufzeichnungen dazu beitragen, ein Heilmittel zu finden. Ja, ich lag mit meiner Fährte richtig, dass wir hier ein Heilmittel finden für Jill. 26. September. Wir haben im Kampf um die Zombie-Patienten die meisten Ärzte und fast das ganze Personal verloren. Es ist unmöglich, das Krankenhaus unter diesen Umständen weiterzuführen. Und ich weiß, dass es für mich zu spät ist. Ich spüre schon das gleiche unruhige, gierige Verlangen, das alle meine Patienten plagte. Es ist zu spät. Ja, shit. Der Chefarzt hat's wohl auch nicht geschafft. Sein Hals zeigt eine Bisswunde. Das ist schon krass gerade, ja. Blaues Kraut dahin habe ich gesehen, aber das nehmen wir erstmal nicht. Was ist das denn hier? Möchten Sie das nehmen? Kassettenrekorder. Ja, mach mal. Ich meine, warum nicht? Da liegt Mundi! Da liegt Muni da oben. Oh, Gott sei Dank. Die nehme ich gerne. 30 Schuss zum Glück. Wie es scheint, hat hier schon jemand gesucht. Ja, ich war's. So, was haben wir da? Eine Karte? Jawohl. 1F. Oh, es gibt Keller. Oh, da gibt es noch einen Park. Und danach nur noch eine Karte. Oh, wir sind schon ziemlich weit fortgeschritten im Spiel. Viertes Geschoss. Also wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Oh, diese Musik hier. Oh, grausig. 10.3. 18 Uhr. In der Bar Jack findet eine Party statt. Alles ganz lang. Ganz langsam. Ein Moment. So, da bin ich wieder. Ja, ein bisschen viel gekatte heute, aber muss auch mal sein. Gut, Freunde, weiter geht's. Ein Rest Kaffee. Hast du Bock? Kaffee ist über. Nee, okay, schade. Gut. So, was ist das hier? Aufzug. Ein Schloss mit Spracherkennung. Möchten Sie den Mikrofonschalter drücken? Bitte sprechen Sie. Ah, prüfe. Ein tragbarer Kassettenrekorder.
Die Diagnose eines Patienten ist darauf aufgenommen. Das heißt, es ist von einem Arzt. Ja, benutzt das mal. Das klappt sogar. There also appears to be a slight fracture in his right arm just below the elbow. However, das klappt sogar. cool. Wir geben uns als Arzt aus. Ja, Carlos, das siehst du gerne, ne? Okay. Aufzug. Müssen wir jetzt auf den Knopf drücken? Ja, okay. Auf welche Ebene möchten Sie? Viertes Geschoss oder Keller? Gehen wir mal in den Keller, Freunde. Ab in den Keller, das möchte ich schneller hinter mir haben als das vierte Geschoss. Ach du Scheiße! Um Himmels Willen! Was ist das hier? Wo kommen die denn alle her? Oh Gott. Alter. Ja, meine... Das ist aber noch okay, komm. Okay, da muss ich jetzt einfach weg. So. Da ist noch einer. Ah, komm. Komm bloß ab, ey. Lass mich bloß in Ruhe. Handwagen und alte Beobachtungsgeräte. Das war krass gerade, ey. Boah, ich bin hier schon. So eine Wuschtür hier. Oh Gott. Okay, Freunde, der Krankenhauskeller. Es sind zum Glück nur zwei Räume. Boah, ich will hier gar nicht drinne sein. Es sieht irgendwie so... so labormäßig aus hier. Ja, okay. Oh, die Tür kommt mir bekannt vor. Resi 2, Umbrella Labor. cool. Ja, wobei das hier ist, glaube ich, nicht mehr so cool. Was gibt's denn hier? Labor. Becher und Glaskolben. Becher und Glaskolben. Okay. Haben wir hier gar nichts? Muss doch was sein. Oh! Nochmal eine Muni. 60 Schuss. Ja, dann können wir ja jetzt wieder auf die Pistole gehen. Alles klar, Freunde. Gut. Dann gucken wir mal weiter. Alles klar. Wir haben auf jeden Fall Pistolen. Oh Gott, das ist ein Labor hier, ne? Beim Umgang mit Chemikalien ist äußerste Vorsicht geboten. Ja, aber gehen wir hier mit Chemikalien um? Ich weiß es nicht. Okay. Gehen wir mal hier hin. Wo ist der? Oh Gott. Oh Gott. Cutscene. What are you doing? Have you lost your mind? Sometimes it's easy to forget one's loyalties. Just like that traitor. You mean the guy who shot you? Yeah. You know him. With the gray hair and the ugly mug. I can't believe he had the guts to shoot me. That traitor! You mean Nikolai? Yep. Uiuiui, Freunde. Krasse, krasse, krasse Cutscene. Eieiei. Okay. Das war jetzt wirklich... Bisher hat hier... irgendjemand wollte ihn umbringen tatsächlich und hat es auch scheinbar geschafft. Ja, heftig. Hier war eine Bombe drin. Was zur... Wer hat denn hier eine Bombe reingetan? Ich glaube, ich weiß, wer es war, Freunde. Ich glaube, ich weiß, wer es war. Flaschen mit verschiedenen Viren und anderen Dingen. Viren. Ist klar. Ja, krass, das war hier, das ist hier unser Ex-Kollege. Ich kann mir schon denken, wer es war, ey. Mensch, Nikolai. Was
machst du? Ja, ja, okay. Der Typ ist auch schon ein bisschen verrückt geworden hier. Kann ich verstehen. Diese Tür... Oh Gott. Oh Gott. Die Tür kenne ich von Resi 2. Was ist da schon wieder in dem Glas drin? Warum macht ihr denn sowas in dem Krankenhaus? Ein sehr gutes Präzisionsmikroskop. Okay. Präzisionsmikroskop. Oh Gott. Was ist denn das schon wieder? Gibt's hier irgendwas? Biohazard? Nee. Da vorne ist aber was, das sieht man. Nährbodenbasis. Was? Das ist... Was? Hä? Material, das man braucht, um einen Nährboden für die Impfstoffherstellung anzulegen. Wenn man das mit ein paar Chemikalien kombiniert, entsteht die Impfstoffkult. Ah ja, Freunde, jetzt geht es wieder Richtung Corona und so. Nee, es geht hier Richtung Gegenmittel und T-Virus und so ein Scheiß. Im Aquarium befinden sich unbekannte Kreaturen. Boah, ist das widerlich. Ist das widerlich. Na gut, Freunde. Wir haben hier noch was zu lesen. Medizinisches Anleitungsbuch. Mhm. Umbrella Medizinischer Dienst Nordamerika-Abteilung. Douglas Rover. Damit das Synthesegerät für die Impfstoffkulturen aktiviert wird, befolgen Sie bitte den unten beschriebenen Ablauf. Erstens, sorgen Sie dafür, dass im System genug Energie zur Verfügung steht. Zweitens, geben Sie die Impfstoffkultur in das Gerät. Das haben wir ja schon. Wenn das Gerät bereit ist, können Sie beginnen, den Impfstoffnährboden zu mischen. Cool, wir machen uns also jetzt eine eigene Impfung. Cool. Damit der Impfstoff entsteht, müssen Sie die 5 Hebel richtig bedienen. Dadurch steigen oder sinken die beiden Messanzeigen. Wenn Sie die Anzeigen so regeln, dass sie in der Mitte ausbalanciert sind, wird der Impfstoffnährboden automatisch erzeugt. Ah, es gibt wieder Rätselzeit. Alles klar, Freunde. Allerdings erst beim nächsten Mal. Ja, das hier, ich sehe es schon. Gott, das Fieder, ey, das sieht echt eklig aus. Gut, okay. Gut, Freunde. Wie es hier weitergeht, würde ich sagen, sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich weiß, mieser Cliffhanger, aber es ist halt so. Jo, Freunde, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen, dann zieht es gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, kommt gerne auf meinen Discord-Server, der Link ist in der Beschreibung. Und ja. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend, einen schönen Tag. Ja? Tschüss.